Profilredakteurin Edith Meinhardt hat in Wien-Ottakring eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien getroffen. Die Eltern Hanan und Talal leben mit ihren beiden Söhnen Riyad und Ismail auf beengtem Raum. In Syrien hatte die Familie eine eigene Firma mit über 60 Angestellten. Im Juli 2012 flüchteten sie aus dem Land. Alles, was die Familie in 30 Jahren aufgebaut hat, haben sie im Bürgerkrieg verloren. الأولاد كانوا يروحوا على المدارس وأنا كنت أروح على شغلي كنا نستمتع بحياتنا نستمتع بإجازاتنا الأطفال كانوا عايشين بسعادة ونحن كنا بالتالي سعيدين ما كان عندنا أي مشاكل. Nun fangen sie in Österreich wieder bei Null an. Mutter Hanan besucht seit zwei Wochen einen Deutschkurs. Sie hätte gern früher angefangen, aber es gab keinen freien Platz im Kurs. Die Eltern wollen so bald als möglich arbeiten, um ihren Kindern eine Ausbildung zu bieten. Ich kann sprechen ein bisschen mit Leuten und Menschen und ich kann gehen Market und sprechen mit Leuten. Die jüngere Tochter hat es auf der Flucht nach Norwegen verschlagen. Bisan möchte zu ihrer Familie nach Wien und hier ihr Architekturstudium fertig machen. Als Asylwerberin muss sie jedoch noch 3 Jahre in Norwegen bleiben. Hi, Edith. Hi, Bisan. Hi. There was many illegal way to do that, but there is always a risk that if I did anything illegal, I should risk my residence in Norway and in Austria. And I didn't want to do that because I really want to stay on the safe side. I don't want to have any trouble. Auch die ältere Tochter lebt in Norwegen. Sie hat in Damaskus Informationsmanagement studiert. Ihr Mann heißt Isaad und ist ebenfalls ein IT-Experte. Er sagt, wir sind hier in Europa, weil es unser Syrien nicht mehr gibt. I want the European people to accept us. We have powers, we have energy, we have only when we give you a CV, just don't cast it, just try us, give us the chance. Maybe we can help you to build your country, your company, and also you can get the benefits from us because we have a lot of ideas, we have a lot of things we can give you.